Auch heute heißt es wieder bei uns, hoch die Hände, Wochenende. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten aus unserer und für unsere Region. Herzlich willkommen zu Megional am Freitag, Arbeitswochenfinale, den 5. Mai. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Bevor wir Sie aber ins wohlverdiente Wochenende entlassen, haben wir noch einige Informationen für Sie, wie zum Beispiel hier diese aus Zschopau. Heute Mittag war es soweit. Die neuen Polizeimotorräder wurden der Öffentlichkeit präsentiert. Die Präsentation erfolgte gemäß der künftig primären Verwendung der Polizeimotorräder im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der B174 in Zschopau am alten MZ-Werk. Bei den Krädern handelt es sich um innovative Motorräder, welche nach den Ansprüchen der Gradstaffel polizeispezifisch umgebaut wurden und bislang bundesweit auf den Straßen noch nicht zu sehen sind. Nancy Melzer und Sebastian Eberlein waren für Sie vor Ort. Herr Ulbich, Sie sind heute hier mit einem Strahlen in den Augen. Sie haben es schon in Ihrer Ansprache verraten. Die Verkehrspolizisten hatten auch schon ein Riesengrinsen im Gesicht. Wie fühlt sich das an, wenn man solche Fahrzeuge übergeben darf? Da kann man sagen, das ist ein Stolz, der gerade auch bei mir zu erkennen ist. Wir tun in den letzten Monaten eine ganze Menge für die Sicherheit im Freistaat Sachsen. Und heute hier für die Region werden diese vier Motorräder, die ja eigentlich rollende Büros sind, in den Dienst übernommen und damit ein weiterer Beitrag geleistet, dass auf den Straßen hier in der Region auch in Zukunft Sicherheit gewährleistet wird. Nun sind es ja vier Motorräder. Jetzt ist natürlich die Frage, wird das jetzt aufgestockt oder werden dafür vier andere aussortiert? Jetzt sind es erstmal zusätzliche vier Fahrzeuge, die in den Dienst genommen werden. Natürlich muss hin und wieder auch mal ein Fahrzeug in den Ruhestand geschickt werden, wenn es die entsprechenden Kilometer abgeleistet hat. Und dann kommen natürlich die neuen Flitzer für unsere Verkehrspolizisten in den Einsatz, oder? Die Fahrzeuge sind ja ab heute im Dienst der Kolleginnen und Kollegen und werden dann auch auf den Straßen zu sehen sein. Wir haben hier den Geschäftsführer von Wild East in Chemnitz, den Herrn Leuteritz. Herr Leuteritz, die Rede ist ja von innovativen, polizeispezifisch umgebauten Zweirädern. Mit welchen Besonderheiten wird da denn jetzt aufgewartet? Das Wichtigste, was den Polizisten am Herzen lag, ist, moderne Motorräder zu haben mit moderner Technik, nicht nur im Motorrad, sondern auch im Zubehör. Und da war das Prägnanteste der Laptop. Wenn man jetzt mal auf die technischen Eckdaten zu sprechen kommt, was ist neu an diesem Motorrad? Was ist neu? Die LED-Technik im Blaulichtbereich ist komplett neu. Die gibt es im Motorradbereich nur einmal bis jetzt, bei unseren Motorrädern. Hinter den Kulissen haben Sie uns ja verraten, dass so ein Motorrad auch untenrum etwas Neues hat. Genau, und das ist die Motorschutzplatte. Das bedeutet, wenn rein theoretisch so ein Motorrad auf die Seite gelegt wird, auf die Motorschutzbügel, kann sich der Polizist dahinter verstecken und mit seiner Pistole oder Maschinengewehr, je nachdem, was er gerade dabei hat, sich in Deckung bringen. Der Polizeihauptkommissar Herr Möhring, der primäre Verwendungszweck für die Motorräder ist ja an und für sich derselbe. Aber was verbessert sich denn durch den Einsatz der neuen Arbeitsmittel? Ja, wir haben also erstmals Motorräder geschaffen, die eine Vielzahl an technischen Hilfsmitteln mit transportieren können. Mit deren Hilfe ist es den Kollegen möglich, Schallpegelmessungen draußen vor Ort zu machen, Geschwindigkeitskontrollen zu machen, Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten bei LKWs zu machen. Also mit diesem Motorrad können eine Vielzahl an Dingen mit transportiert werden. Und ja, das ist erstmalig so in Deutschland gebaut worden. Musik.
Nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß waren die Teilnehmer des traditionellen Anwanderns in Olbernhau unterwegs. Verschiedene Strecken mit verschiedenen Längen standen dabei zur Verfügung. Wie die Resonanz war und wie das diesjährige Anwandern bei den Besuchern ankam, hat Günther Langer in Erfahrung gebracht. Die Hauskapelle aus Olbernhau brachte es auf den Punkt. Anwandern, aber auch Anradeln war am 1. Mai wieder ein Thema in Olbernhau. Über die exakten Teilnehmerzahlen werden wir später mehr erfahren, aber nur so viel. Es waren 90 Teilnehmer mehr wie im letzten Jahr. Drei Strecken standen zur Auswahl bei den Wandersleuten. Aber auch die Radfahrer, die gegen 12.30 Uhr ins Seigerhüttengelände einfuhren, waren stark vertreten. Daniel Wirbel, du hattest heute den Hut auf für das Anradeln in Olbernhau. Wie war es denn? Es war sehr schön. Also wir hatten eine wunderschöne Runde rund um Olbernhau, haben unsere umliegenden Gemeinden alle besucht. Wir sind in Richtung Halbach unterwegs gewesen, Pfaffroda, Schönfeld, Heidersdorf und dann zum Abschluss in Richtung Seifen und nach über den Hirschberg über die Grenze Brandau, Olbernhau nochmal kurz bei den tschechischen Partnern vorbeigeschaut und haben eine schöne Runde von knapp ja, über 40 Teilnehmer waren wir insgesamt. Also es hat wirklich allen sehr viel Spaß gemacht. Von nah und fern sind die Radtour-Teilnehmer gekommen. Und so sollte es auch sein, eine gemütliche Runde. Hier nun die Teilnehmer. Ach, mir ist es gut gegangen, ja. Also ich habe ja auch einen Hilfsmotor, von daher geht's. Das habe ich zurzeit noch nie gesehen, ja. Ja, naja, wenn man es nie anders schafft, sollte man halt auch wissen, wo seine Grenzen sind. War schön zum Anradeln, war ganz okay. Im wahrsten Sinne Anradeln heute? Ja, nee. Haben es nicht auseinanderreißen lassen und schön alles schönes Durchschnittstempo, dass jeder mitfahren könnte. Während er noch auf fremde Hilfe beim Essen angewiesen ist, nutzen die Teilnehmer das Angebot und nach getaner Arbeit wurde erst einmal ein kleiner Imbiss zu sich genommen. Heiner Stefani mit seiner Hauskapelle lieferte die passende Unterhaltung dazu. Holzfäller steckt sein Pfeifen dran, bevor man es nicht schnallt. Das Nadel hat noch Hand, es super Salz. Der Tourismusverein hat gerufen und viele sind gekommen. Zum vierten Mal, glaube ich. Wie sieht es denn aus 2017? Es ist ganz toll. Erwartungen wurden wieder übertroffen. Zum vierten Mal wurde in Olbernhau angewandert und 271 Wanderer und Radfahrer haben sich eingeschrieben. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Wir haben mit einigen Teilnehmern darüber gesprochen. Also ganz schön angenehm hier. Dort war ab und zu mal ein Pfeifen, aber sonst ging es schon. War sehr schön. Alles hat mitgespielt, das Wetter, wir waren viel, es war sehr schön. Welche Tour? Die mittlere, 13 Kilometer habe ich gemacht. Und wo ging die lang? Also von Deutschneuder, Deutsch-Katrineberg, hier über den Zechenweg und Sachsenweg, hier rein ins Tal. Es geht immer noch, ne? Fit halten. So ist das. Die Hauptsache. Ja? Guten Aufenthalt noch. Danke. Ja, ein würdiger Auftakt. Wir freuen uns, dass das wieder so angenommen wurde. Dass wir auch weiterhin anwandern am Kammweg Erzgebirge Vogtland, das ist ja das Anliegen, was wir hier haben. Die einst vom Tourismusverband Erzgebirge ins Leben gerufene Initiative führen wir hier in Olbernhau weiter. Und wir sind so froh, dass wir das auch können und fast schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben. Altenberg wandert noch an und jetzt in Schöneck im Vogtland. Gestern und vorgestern haben wir bereits über das Maibaumaufstellen und die sogenannten Hexenfolger in Lengefeld und Pockau berichtet. Nun, heute soll es um die gleiche Aktion, nur in Wünschendorf gehen. Auch dort wurde mit viel Umbau und Tätere der Baum von der Feuerwehr aufgestellt und natürlich auch das typische Hexenfeuer wurde angezündet. Wir sind heute in Wünschendorf zum Maibaumsetzen und zum Hexenfeuer. Maibaumsetzen, das ist eigentlich eine gute Tradition, dieses Jahr das 10. Mal. Und der Maibaum, das ist natürlich was ganz Besonderes, was man in den umliegenden Orten nicht sieht. Wir haben hier am Maibaum die Wappen der Wünschendorfer eingetragenen Vereine. Das hat der Ortschaftsrat Wünschendorf gestaltet, organisiert, bezahlt.
Und das soll das Dankeschön sein für die Arbeit der Wünschendorfer Vereine. Der heutige Tag, das ist eigentlich eine Tradition und es ist ein kultureller Höhepunkt. Organisiert wird das Ganze von der Feuerwehr und der Reisegruppe Elend. Ich möchte mich ganz besonders heute mal bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bedanken, die die ganze Sache organisieren und nicht nur dieses Fest, sondern auch aktiv dabei sind beim Dorffest. Es ist ja so, dass die Feuerwehr den Brandschutz über hat, Katastrophen und viele andere Sachen, aber auch kulturell sich beteiligt und aktiv dabei ist. Und dafür möchte ich mich bei den Kameraden recht herzlich bedanken. Ja, hallo, Hexenfeuer 2017. Der Maibaum steht schon, habt ihr vielleicht schon gesehen. Heute zum 8. Mal hier oben am Sportplatz in Münchendorf. Wir haben das sonst immer die Jahre oben auf dem Galgenberg gemacht. Aber da haben wir kein Wasser, keinen Strom. Machen wir es hier. Gut besucht. Viel Arbeit gewesen, das Feuer aufzuschichten. Aber wir haben es hingekriegt und ist gut besucht. Ich denke, das wird heute eine gelungene Veranstaltung. Kommen wir zum heutigen Thementag und der Zahl der Woche, liebe Zuschauer. Im Jahr 2015 leisteten insgesamt 10.919 Hebammen und Entbindungspfleger Geburtshilfe in Krankenhäusern. Davon waren 9.081 festangestellte Kräfte, 9.077 Hebammen und 4 Entbindungspfleger sowie 1.838 Belegkräfte. Dies teilt das Statistische Bundesamt anlässlich des Internationalen Hebammentages heute am 5. Mai mit. Wie sieht aber das Berufsleben einer Hebamme aus? Darüber habe ich mich mit Uta Breidel unterhalten. Uta Breidel, du bist Hebamme und heute ist der Tag der Hebammen, der 5. Mai. Nun die Frage, wie umfangreich ist denn der Hebammenberuf? Er ist sehr umfangreich. Wir betreuen Frauen von Frühschwangerschaft bis fast ein Jahr nach der Geburt. Als freiberufliche Hebamme und dann halt auch in der Klinik. Wie lange lernt man den Beruf und was wird einem dabei gebracht? Man lernt 3 Jahre und eventuell kann man auch diesen Beruf auch studieren, als Bachelor-Abschluss. Und man lernt im Prinzip, Frauen bei der Geburt zu betreuen, auch vorher die Geburtsvorbereitung zu machen und auch die Nachbetreuung. Wie ist es denn um den Hebammenberuf bestellt? Man hört, euch werden Steine in den Weg gelegt. Welche sind denn das? Vorwiegend für die freiberuflichen Hebammen ist es mit der Versicherungssumme für die Haftpflicht, die ist sehr hoch, wenn man Geburtshilfe betreiben möchte. Und wenn man jetzt nur Nachbetreuung macht, ist es erschwinglich, kann man so sagen, aber dadurch werden eben halt solche Dinge ein bisschen kaputt gemacht, wenn man Frauen direkt zur Geburt mitbetreut.
wenn man direkt mit einer Frau in die Klinik geht. Also das Belegsystem ist ein bisschen, also ganz sehr betroffen von diesem System oder von dieser Versicherungssumme. Ja. Wie ist es denn nun aktuell um den Nachwuchs bestellt, geburtentechnisch? Ja, geburtentechnisch sieht es sehr gut aus zurzeit. Vergangenes Jahr war ein sehr geburtsreiches Jahr und dieses Jahr gibt es auch gute Tendenzen, dass es wieder so wird wie voriges Jahr. Und um den beruflichen Nachwuchs, wie sieht es da aus bei den Hebammen? Berufliche Nachwuchs. Es gibt Hebammen, aber es werden überall auch Hebammen jetzt mittlerweile gesucht. Früher war es schwierig, eine Stelle zu finden, jetzt ist es gerade, hat sich ins Gegenteil verwandelt. Jetzt mal auf dein Berufsleben zurückgeblickt, was war denn so das einschneidendste Erlebnis in deiner Karriere? Also mir hat sehr viel Spaß gemacht oder sehr schöne Erlebnisse hatte ich bei Geburten, die ich mitbegleitet habe, von Frauen, die ich vorher schon kannte, also als die Beleggeburten, als ich in der Klinik Beleggeburten gemacht habe. Das war eigentlich sehr schön, weil man sehr intensive Beziehungen aufgebaut hat und das war sehr schön. Jetzt kannst du denn den werdenden Vätern noch einen Tipp mit in den Kreissaal geben? Was ist wichtig, was sollen sie machen oder was am besten lassen? Sie sollen versuchen, ganz entspannt hier ranzugehen und der Frau auf alle Fälle Beistand leisten, indem sie einfach da sind. Das ist den Frauen schon mal ganz sehr, hilft den Frauen sehr. Und richtig gut mit der Hebamme verständigen. Die kann man auch alles fragen und die wird ihr alles auch sagen. Und ja, das sollte nicht besser besonders sein. Und aus dem Buch zitieren, das können Hebammen nicht leiden. Was wäre denn nur dein Wunsch für die Zukunft? Das ist weiter viele Kinder gibt und dass unser Berufsstand eben halt wirklich nicht mehr so viele Steine in den Weg gelegt werden. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Wir Hebammen uns alle. Chopau, Senioren von Kleintransporter überrollt. Im Bereich der Langenstraße Neumarkt fuhr am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein 54-Jähriger mit einem Kleintransporter Fiat rückwärts. Dabei stieß der Transporter gegen eine 77-Jährige. Die Seniorin stürzte und geriet unter den Fiat. Die 77-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Am Kleintransporter entstand kein Sachschaden. Olbernhau, nichts gelernt. 24-Jähriger binnen 24 Stunden zum zweiten Mal festgenommen. Ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten gab es am Mittwochabend zwischen Beamten des Polizeireviers Marienberg und einem 24-jährigen mutmaßlichen Autodieb und Einbrecher in Olbernhau. Wie kam es dazu? An seinem aufgebrochenen Wohnwagen in der oberen Rungenstockstraße überraschte der Besitzer, 46, gegen 17 Uhr den Tatverdächtigen, der wiederum sofort zu Fuß die Flucht ergriff. Wenig später stellte der 46-Jährige den Diebstahl eines unweit des Wohnwagens abgestellten Multicar fest und alarmierte die Polizei. In die Tatortbereichsfahndung waren sowohl mehrere Kräfte der Landes- als auch Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Gegen 18.30 Uhr fanden Beamte zunächst das gestohlene Fahrzeug im Wald am Königsweg, welches dort festgefahren und erheblich beschädigt war, auf. Es ist derzeit von rund 10.000 Euro Sachschaden auszugehen. Zwischenzeitlich blieb der 46-Jährige nicht untätig. Auch er suchte mit einem Bekannten, 41, die Gegend nach dem Mann ab. Gegen 19.45 Uhr konnten die beiden den Tatverdächtigen auf der Verbindungsstraße zwischen Rothenthal und Rübenau aufgreifen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um den Tatverdächtigen, der gemeinsam mit einer mutmaßlichen Komplizin, 20 Jahre alt, im Verdacht steht, am Dienstag in Pockau-Lengefeld aus einer Praxis die Jacke eines Patienten sowie am Montagabend im Marienberger Ortsteil Kühnheide einen BMW X1 gestohlen zu haben. Auch die 20-Jährige hat sich am Mittwochabend im Olbernhauer Stadtgebiet aufgehalten und wurde von Polizeibeamten auf dem Gessingplatz aufgegriffen. Mittlerweile wurde Haftbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen und er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein. Liebe Zuschauer, was es nicht alles gibt im Polizeibericht. Ja, die Geschwindigkeiten werden am Montag unter anderem in Scharfenstein Bahnhofstraße kontrolliert und darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen.
Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Und jetzt blicken wir, wie gewohnt, selbstverständlich nochmal aufs Wochenendwetter. Heute Abend und in den Nachtstunden ist wieder mal nicht viel von den Sternen und dem zunehmenden Mond zu sehen. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Nebel ist der Spielverderber und verdirbt den Anblick. Dafür wird es aber trocken bleiben. Das Niederschlagsrisiko beträgt dünne 5%. Dicker tragen die Temperaturen aber auch nicht auf. Sie bleiben im einstelligen Bereich. In Olbernhau werden bescheidene 5 bis 7 Grad. In Marienberg bescheidenere 5 bis 6 Grad. Und in Zschopau gibt es die Nachthöchstwerte zwischen 8 und 6 Grad Celsius. Der Wind hält ebenfalls die Bälle flach. Er weht gering mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Osten. Morgen beim Gang zum Bäcker zeigt sich bereits der Himmel von seiner schönen Seite und das bleibt auch im Tagesverlauf so. Bis zu 5 Sonnenstunden liefert die Sonne bei einem wolkigen Himmel ab. Regnen wird es dabei nicht. Die 15% Niederschlagsrisiko sprechen hier eine deutliche Sprache. In den Abendstunden kann aber örtlich wieder Nebel auftreten. Die Temperaturen erinnern wieder etwas mehr an Frühjahr. In Halbach klettert das Quecksilber auf 7 bis 13 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz steigen nicht nur die Flieger wieder in den Himmel, sondern auch die Temperaturen im Thermometer auf 5 bis 13 Grad. Und in Griesbach gibt es angenehme 6 bis 15 Grad. Der Wind weht aus wechselnden Richtungen leicht mit um die 14 Kilometer pro Stunde. Der weitere Ausblick. Der Sonntag bleibt zwar wolkig, aber auch die Sonne spielt kurz im Wettertheater mit. Regnen wird es dabei nicht. Zwischen 12 und 7 Grad steht in den Thermometern und der Wind weht wieder aus Norden. Montag ist nicht nur der erste Arbeitstag, sondern auch der Regen meldet sich zurück und vermiest den Wochenauftakt. Die Sonne ist dabei nicht zu sehen. Bei zwischen 9 und 6 Grad weht der Wind aus nordwestlicher Richtung. Also, wenn Sie draußen etwas vorhaben, dann am Samstag. Tja, und wie das kommende Woche so weitergeht, liebe Zuschauer, das erfahren Sie dann am kommenden Montag hier bei uns im Wetter. Was will ich damit sagen? Das war's schon wieder. Liebe Zuschauer, das war Megional am Freitag und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich zum Arbeitswochenstart am Montag für Sie hier zur Stelle. Wenn Sie denn mögen. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns gibt es noch im Internet unter www.mef-lein.de. Einfach mal reinklicken. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Ich sage Tschüss bis Montag und hier noch das Wort zum Wochenende. Tschüss. Ja, das Wochenende steht ja vor der Tür. Hast du schon irgendwas geplant oder so? Ach so, wir wollten Samstag oder Sonntag vielleicht Go-Kart fahren gehen. Und ja, wieso noch nicht? Nee. Freuen Sie sich aufs Wochenende? Ja. Das Wochenende steht ja vor der Tür. Mhm. Haben Sie schon irgendwas geplant oder so? Ja, ein bisschen wandern gehen. Ja, hier pflanzen. Okay. Garten. Wir sind in Olbernhaar beim größten Drechsler-Treffen Deutschlands. Ist richtig. Wir kommen aus Österreich.